Der Safe ist im Damm. Ich würde sogar sagen, entweder gleich erste Ebene, aber ich denke mittlere Ebene. Hm. Ich will nicht wundern, wenn ich jemanden im Rücken habe gleich. Ich gucke da hinten auf die Straße, buddel derweil den Schatz aus, der nicht da ist. Okay. Okay, es kommt doch irgendwie keiner. Noch ein Ping, geil. Den direkt benutzen. Oh, jemand hat den Secret Airdrop. Oh, bin ich so schnell? Ich will den abziehen. Der wird jetzt rausrennen. Okay, und zurück. Oh mein Gott, ich will den unbedingt haben. Beziehungsweise, ich will den Airdrop abziehen, weil ich habe das als Challenge. Ich muss das machen. Das Spiel zwingt mich. Wo ist er denn? Immer noch da unten im Dorf. Okay. Ich dachte, er rennt zum Exit. Macht er aber nicht. Ist immer noch im Dorf. Also im Wasserlabor. In dem Haus. Er hat ihn wahrscheinlich da drin gefunden auch. Mhm. Ist hier eine Com? Hier ist eine Com. Lol. Alter, Leute. Hier ist gar nichts drin. Bug. Ich muss jetzt erstmal zur Com. Ich muss Tarnfeld machen. Hier ist sie, oder? Ja, let's go. Und okay. Einwurf packen. Einpacken. Hinter mir im Haus. Wo bist du? Oh. Er sieht mich nicht. Oh shit, ich habe fast keine Munition mehr. Ich
Ich habe nur noch zwei Kugeln, Leute. Nur noch zwei Kugeln. Aber jetzt kriege ich auf jeden Fall Munition und Waffen. Oh, sehr gut. Okay, jetzt packe ich den Airdrop ein. Bevor mir jemand klaut. Wo ist eigentlich der Ziggy? Der Große. Ah, da hinten auf dem Berg. Okay, warte, wir pingen jetzt nochmal. Oh, nee. Oh, nee. Jemand ist in den Bergen. Gib ihn mir schnell. Oh, nein. Oh, nein. Der liegt da immer noch. Ja. Okay. Warte, hier ist noch jemand in den Bergen. Puh. Alter, meine Hände kribbeln voll. Richtige Action hier. Ich höre ihn. Auf einmal steht er da oben drauf. Das war die falsche, das war, ich dachte gerade, was hat er denn für Loot, aber das war die falsche Box. Das ist seine Deathbox. Okay. Boah, krass. Was machen wir? Wir sind Bedrohung. Gehen wir jetzt mit Airdrop? Und als Bedrohung gehen wir jetzt noch in den Damm und machen den Tresor auf, was wir ganz am Anfang machen wollten, oder... Ah, warte, hier oben liegt noch ein Kill. Junge, ich habe ja... Oh mein Gott, da liegt ja noch ein Kill. Ganz vergessen. Pass auf, wir packen jetzt erstmal hier den Störer hin. Jetzt gucke ich mal eben. Da liegt ja noch mein Kill. Da ist noch eine Panzerplatte. Krass. AKM-Gangster, hä? Ja, ja. Okay. Wäre eigentlich schlau rauszugehen, weil jetzt, wie viel Jod habe ich? Eins nur. Ich glaube, ich gehe raus. Weil jetzt noch den Tresor. Obwohl, ich habe irgendwie Bock. Ich will noch nicht raus, ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt bin ich gierig. Packen wir die Platte nochmal rein, die Panzerplatte. Und gucken mal, ob wir hier noch den Tresor plündern können. Abwurf ist ja gerade gelandet. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein paar Minuten, bis dann wirklich die Strahlung reinkickt. Mit einem Jod können wir uns aber auch schon ins nächste Exit retten. Ich würde sagen, das ist alles machbar. Na, wo ist denn der Abwurf gelandet? Ah, ganz woanders. Wir gucken mal ganz schnell. Weil Tresor ist noch nicht offen. Beim Container weiß ich es nicht. Könnte sein, dass den natürlich jemand leise aufgeknackt hat.
bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier ist jemand. Riskiere ich alles? Verliere ich alles? Ja, hier ist tatsächlich jemand. Aber wo wollte der denn hin? Was ist mit den Leuten los? Die sind irgendwie alle ein bisschen braindead heute. Ist das hier der Tresor? Nein. Aber was ist das wieder für Loot? Wie krass ist das denn? Mit dem Foto weiß ich nicht. Lassen wir. Egal. Was ist hier los? Oh mein Gott, was ist hier los? Das war aber nicht das Tresor-Loot. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das hier noch finden. Aber ein Jod ist knapp. Ich höre den Tresor noch nicht. Mist. Oh mein Gott, es ist jemand hier. Oh mein Gott, es ist jemand hier. Ach du Scheiße. Jetzt wird's richtig krass. Ist der Tresor auf diesem Floor hier? Oder ist der ganz unten im Dingswerk? Nein. Ich höre hier jemanden. Oh, hier ist noch jemand. Ist er offen? Hat er ihn geöffnet? Aber der ist nicht auf dieser Ebene. Der Tresor ist unten im Werk. Okay. Ich gehe wieder hoch. Warte, wo ist die Treppe hoch? Hier. Der Tresor ist, würde ich sagen, unten. Noch eine Ebene tiefer. Ich gehe raus. Ich weiß ja auch nicht, wo der Typ ist. Der könnte mir jetzt hier hinter jeder Ecke auflauern. Na, das mit dem Tresor war eine dumme Idee, hier nochmal reinzurennen. Weil man verläuft sich so schnell hier in diesen Katakomben. So, hier ist auch schon die Strahlung. Ja, moin. Ja, der könnte auch hier sein. Der Tresor hier unten drin. In der Seite. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt, wir müssen nach Hause. Weil sonst, schauen wir, wir müssen jetzt zum Exit. Das ist da und wir haben noch, müssen ein bisschen rennen noch. Mit einem Jod schaffen wir das aber schon. Würde ich sagen, ja. Oh, Mann. Vielleicht hätte ich besser zum Container rennen sollen, mein Glück da versuchen sollen. Tresor im Damm war dann auf den letzten Metern doch irgendwie nicht so schlau. Aber gut für denjenigen, der da jetzt gerade noch den Tresor, die Schalter geöffnet hat. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Wurde der Tresor geöffnet? Wurde es eingeblendet? Keine Ahnung. Dann hat jemand halt das Loot daraus. Egal. Auch ohne Beute-Event habe ich die Taschen voll. Jetzt bitte niemand mehr am Exit, aber ich glaube nicht bei der Strahlung. Ja, es ist knapp, wie immer. Ihr kennt mich. Solche Runden, ich will da noch mal bis zum Schluss, ich bleib da noch mal bis zum letzten, geht nicht mehr drinne. Brauche ich nicht mehr das Jod, oder? Das nehmen wir noch als Loot mit raus. Ja. Okay. Auf Wiedersehen, Kerstin. Boah.
Und der Abwurf. Das Loot kommt ja auch noch oben drauf. Den packen wir jetzt aus. Jo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser doch sehr krassen, killreichen Runde, muss man sagen. Zumindest für meine Verhältnisse schon sehr, sehr heftig. Und ich, ja, beruhige mich jetzt erstmal wieder von diesem Abenteuer in Vigor. Es ist immer ein Abenteuer, ihr wisst es. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Yes. Bis dann. Alles Gute euch. Ciao, ciao.